Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der 040 Barbecue Bros. Da es sich jetzt einige von euch gewünscht haben, machen wir heute ein kleines Review zu unserem Santos S418. Und dazu machen wir den klassischen Flachgriller. Wir haben hier einen Duroc-Nacken, den werden wir gleich in Nackensteaks zerlegen, marinieren. Verschiedene Bratwürste, grobe Bratwurst mit Kräutern drin, klassische Thüringer Bratwurst. Dann haben wir hier eine Magess. Und eine Salsiccia. Dann haben wir ein paar Maishähnchenbrüste. Da ist noch so ein Flügel dran. Den parieren wir nachher ab. Haut es auch noch drauf. Das marinieren wir noch. Und dann kommt das Ganze auf den Grill. Und dann machen wir den Flachgriller. Und was gehört klasse ist schon im Flachgriller? Du Bier. Na sicher. Bis dahin. Prost. Prost, mein Lieber. Prost, Digga. Viel Spaß. Wir fangen an mit dem Nacken. Hier haben wir einen Duroc-Nacken. Der hat ein bisschen mehr intramuskuläres Fett. Hier oben hat er noch ordentlich viel Fett. Da wollen wir uns nachher so schöne Steaks rausmachen. Circa, ich würde jetzt sagen, 3 cm dick. Ja, doch, 3 cm dick. Jetzt trennen wir aber hier noch mal ein bisschen das Fett ab und machen das nicht so wie ich. Und schneiden da gleich so viel Fleisch mit ab. Aber das ist uns nachher einfach zu viel. So viel brauchen wir da nicht. Denn ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass beim Duroc noch genug Fett nachher im Fleisch selbst ist. So, ich will das nicht komplett runternehmen. Aber ihr habt ja gesehen, ein bisschen sehr dick. Das Ganze, so, das sieht schon ganz gut aus, finde ich. Ein bisschen Fett wollen wir ja, ne? Können wir vertragen, oder Jan? Was sagst du? Immer. Ich denke mal, das hier wird nachher. Machen wir uns hier einen sauberen Schnitt. Dieses Stück ist kein Steak. Das kommt nachher in den Fleischwolf. Und daraus mache ich dann Hackfleisch. Na, jetzt haben wir hier. Richtig schön die Maserung, ungefähr so machen wir dann die Steaks. Sogar 1 bis 2 cm, ne? Ja, 2 bis 3, ne? Okay. 2 bis 3 cm, dann haben wir hier schöne Steaks. So, wir haben jetzt 7 fantastische Nackensteaks uns hier rausgeschnitten. Ihr seht, ja, so 2-3 cm dick. Wir haben jetzt hier fertige Marinaden von dem Großhändler mit dem M. Ist jedem selber überlassen, was ihr da benutzt. Könnt ihr auch selber anmixen. Machen wir sonst auch ganz gerne. Heute haben wir uns dafür entschieden, mal fertige zu benutzen. Das hier übrigens eine Pfeffermarinade. Und ich bin der Meinung, für 1 Kilo Fleisch. Wir hatten ja 2 Kilo Nacken. Hier habe ich 4 Steaks. Das heißt, ich nehme mir auch ganz entspannt die ganze. Und dann massieren wir das Ganze ein. Umso länger ihr das massiert, desto tiefer geht es ins Fleisch. Wenn ihr nicht viel Zeit habt und ein Vakuumiergerät, dann macht ihr das Ganze einfach so. Ihr vakuumiert das ein, wartet 2-3 Stunden und dann ist das Fleisch in der Regel schon echt gut mariniert. Ansonsten empfehle ich euch, das Ganze über Nacht einfach in den Kühlschrank zu stellen und dann nächsten Tag dann einfach abzugrillen. Dann ist das gut. Jetzt machen wir das aber gleich. Das heißt, ich knete noch ein bisschen. Ich muss so ein bisschen aufpassen, denn das Duroc ist sehr zart und ich möchte nicht hier gleich Hackfleisch haben. Deswegen passe ich ein bisschen auf, ja, und knete noch ein bisschen fleißig. So, hier haben wir jetzt unsere Maishähnchenbrüste. Da schneiden wir jetzt erstmal großzügig die. Was sind das? Flügel? Flügel, ne? Ja. Die Flügel runter.
Da haben wir nochmal schön 4 Chicken Wings so für zwischendurch gleich. Die überschüssige Haut schneiden wir ab, kommt weg. Was natürlich richtig cool ist, wir haben Haut da drauf, das gibt Geschmack. Die wird schön knusprig nachher. Ich mag das total gerne. Knusprige Hühnchenhaut, gibt nichts Geileres, oder? Ich habe jetzt hier bei dem Hähnchen eine Schneidunterlage. Ganz einfach aus dem Grund, ja, weil es halt Geflügel ist, ne? Geflügel roh auf dem Holzbrett ist jetzt nicht unbedingt förderlich für jegliche Arten von Salmonellen und Co. Jetzt haben wir unsere Sachen hier fertig pariert. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen bei den Hähnchenbrüsten, da ist jetzt die Haut drauf, wenn wir es marinieren, dass wir da nicht die Haut runter massieren. Ne? Wir haben jetzt hier die Flügel und ein Innenfilet habe ich rausgelöst. Das hing mir dort ein bisschen sehr schlaff dran rum. Hier haben wir eine Red Chili Marinade. Ich hoffe, die hat auch ein bisschen Feuer. Das mögen wir ja mal ganz gerne. Ne? Da müssen wir mal gucken, wie viel wir drauf machen. Ach, ich denke, das sollte lang. Denkt dran, Marinaden sind keine Soßen. Die sind ja, etwas würziger, etwas salziger, immer sehr konzentriert. Ne? Dass ihr daran denkt, dass ihr da nicht so eine Marinade euch kauft und die wie eine Soße esst, denn das geht meistens dann doch in die Hose. So. Hier haben wir Spicy Lemon. Oh, da muss ich natürlich erstmal das Hähnchen in den Topf packen. Mensch, das wäre jetzt auch blöd. Die Schale marinieren. Genau. So, wir sehen auch, das ist halt auch was von der Konsistenz ganz anders wie eine Soße. Ne? Da können wir aber schon fast den ganzen Beutel machen. Dr. Marinade ist unterwegs. Fantastisch. Genau, und wie gesagt, ein bisschen aufpassen, dass wir da jetzt nicht gleich die Haut runter marinieren. Und auch hier das Maishähnchen, einfach vom Geschmack her, eine richtig gute Qualität. Hat mich so ein bisschen sehr überzeugt. Und gerade wenn es im Angebot ist hier, oder angeboten wird, mit Haut und noch so einen kleinen Flügel dran, dann nimmt man das doch gerne mal mit, ne? So, wir lassen das jetzt ein bisschen stehen. Ich gehe jetzt einfach mal mit der Marinade in die Marinade, das macht nichts. Und dann lassen wir das Ganze stehen für ein paar Stunden und dann sehen wir uns gleich wieder am Grill. Wie schon von einigen Leuten gewünscht, machen wir jetzt ein kleines Review zu dem Santos S418. Schöner Grill, Vollausstattung, angenehmer Preis wirklich, also Preis-Leistung, ja. Wo liegt der? 1100 jetzt? Ungefähr. Ungefähr 1100. Wir haben 4 Hauptbrenner, wir haben Backburner, Edelstahlrohr, Edelstahlbrenner, perfekt. Wir haben dieses riesengroße Ablagerost. Was mega geil ist. Das ist also, ja, kenne ich auch von keinem anderen Grill. Schon mega oft benutzt und ja. 800 Grad Sizzle Zone für ein Steak. Mega. Platz für eine 11 Kilo Gasflasche. Ja, abklappbare Seite, doppelwandiger Deckel, Aluguss an den Seiten. Alles, was ihr. Doppelseitige Gussrosse. Also, ihr seht schon. Wir starten jetzt unseren Grill. Haube auf, Knopf gedreht. Zack. Ist in der Regel sofort da. Wir machen jetzt mal alle 4 Brenner an. Positiv ganz klar das Rost. Gusseisen, sehr massiv, von beiden Seiten verwendbar. Wir haben jetzt die Seite genommen. Wir grillen heute Nackensteaks mit einer Flüssigmarinade. Durch die Vertiefung kann das Ganze dann sich da ein bisschen sammeln, tropft nicht sofort auf die Brenner und es wird noch ein paar Flammen geben, da bin ich mir sicher, aber nicht so extrem, als wenn wir es umgedreht hätten und es sofort in die Flammen tropfen würden.
Kleiner Kritikpunkt an dieser Stelle, die Brenner, wenn man sie auf kleine Stufe hat, ein bisschen Wind kommt, kann das mal sein, dass sie ein paar komische Geräusche machen. Einmal Neustart, fertig. Und was mich eigentlich am meisten stört, ist, dass ich keinen Anschlag habe, wo Maximum ist. Ne? Also ich habe hier mein Maximum, aber ja, ich drehe weiter, dann ist der Brenner aus. Ist ein bisschen schade. Bei meinem vorigen Grill, den ich hatte, hatte ich halt so einen Anschlag, fand ich immer ganz gut. Da wusste ich, wo am meisten Schub hat. Jetzt lassen wir das Ganze richtig knackig heiß werden. Dann habe ich hier ein Thermometer. Damit werden wir euch gleich einmal so ein bisschen die Hitzeverteilung zeigen und auch zeigen, wie viel Bums der Grill hat. Und dann legen wir die ersten Nackensteaks auf. So, nach ca. 15 Minuten wollen wir dann mal testen. Ich habe ja so ein tolles Thermometer. Bei welcher Temperatur wir so sind auf Rost. Wir haben hier hinten, wir müssen so ein bisschen genauer zählen, um die 400. Ja. Ne? Hier vorne sind wir noch bei 350, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, und ihr seht, ein Gasgrill hat in der Regel vorne immer ein bisschen weniger Power wie hinten. Wir sehen aber auch, dass das durchaus genug Dampf ist, um anständig Fleisch anzugrillen. Nackensteak, ein Rindersteak. Also wir haben für alles wirklich genug Hitze, wenn man ihn halt ein bisschen lässt. Wir haben jetzt alle vier Brenner auf Volldampf. Und wir werden jetzt ein bisschen runterregeln gleich. Das kann ich jetzt schon mal machen. Denn jetzt kommen die Nackensteaks mit Marinade. Und damit hier nicht gleich alles lichterloh brennt, regeln wir den jetzt schon mal ein bisschen runter. Denn wir haben ja Gussroste. Und Guss ist einfach das geilste Material. Denn es speichert enorm die Hitze. So, hier die Pfeffersteaks. Ich lege erstmal zwei drauf. Ihr seht auch schon, es geht los. Boah, wie das duftet. Fantastisch, oder? Boah, mega. So, dann haben wir hier nochmal zwei mit dem Knoblauch. Ja, und ihr seht halt, es ist halt so, bei Flüssigmarinaden gibt das dann auch mal ein paar Flammen. Wichtig ist, dass ihr das dann ein bisschen bewegt, dass das nicht zu lange in dem Feuer liegt. Es soll ja nicht brennen, sondern anständig gegrillt werden. Ne? Und hier sieht man halt auch den Vorteil an dieser Saftrinne. Seht ihr das, wie das hier drinnen so brutzelt schon? Wenn das jetzt noch alles gleich in den Brenner getropft wäre, würde ich das einfach mal vermuten, hätten wir ein paar größere Flammen noch gehabt. Ein kleines Inferno. Ein bisschen. Ja, ihr seht, also mit zu wenig Leistung kann man sich echt nicht beschweren. Ne? So, die ersten drehen wir schon mal und wir sehen da, haben wir schon ein ganz ordentliches Branding drauf. War schon fast ein Tick zu lange. Oh, so muss das sein. Das wird nachher richtig, richtig schön knusprig sein. Und da wir halt auch einen Ablagerost haben für Erwachsene, können wir da gleich alle Steaks nochmal schön indirekt nachgaren. Ganz entspannt. Die riecht auch so gut, diese Marinade. Ich
lege die jetzt bewusst nicht auf die Haut, sondern erstmal auf die Fleischseite. Denn ihr seht ja jetzt, geht es wieder los mit den Flammen. Ganz ordentlich sogar. Und hört ihr das? Jetzt geht die Haut los. Und dann ist hier gleich richtig Alarm. Die können langsam nach oben. Können dann durchziehen. Ihr seht, die sind noch in der Mitte richtig roh. Wir wollen aber auch nur so ein schönes Branding drauf kriegen. Das ziehe ich jetzt hier einmal so runter. Und die hole ich mir einmal nach vorne. Hinten verbrennt jetzt der Rest. Die liegen vorne, nicht mehr über der Flamme. Nachteil, habe ich nur ein Ablagerost, was halt im hinteren Bereich ist. Ja, bin ich immer so ein bisschen, ja, ein bisschen unflexibler, will ich jetzt einfach mal sagen. Ne? So habe ich immer eine richtig fette Flexibilität. Kann mir die nach vorne nehmen. Die lege ich jetzt nochmal auf die Haut. Guckt euch das an. Und ihr seht, wie viel Saft hier in diesen Gussrosten ist. Und den ganzen Pfeffer von den Marinaden. Ist halt auch eine kleine Sauerei, wenn man mit so Marinaden arbeitet. Aber es ist einfach lecker. Und es gehört, finde ich, auch beim Nackensteak einfach dazu. Wollen wir mal nachgucken, wie das hier alles aussieht. Das sieht fantastisch aus. Das Hähnchen packen wir jetzt nach hinten. Ihr seht es auch noch relativ roh. Unsere Nackensteaks drehe ich gleich einmal nur um. Hinten haben wir jetzt ein bisschen mehr Hitze. Und wir wollen, dass das alles gleichzeitig gar wird. Und ihr seht, wie das hier blubbert und knuspert. Oh, ich habe richtig Kohle am schon. Und das Iberico-Nacken, ja, es schadet nicht. Auch wenn man jetzt hier so einen klassischen Flachgriller macht. Einfach das Nacken, was da viel Fett drin hat, dem mal ein bisschen Zeit zu geben, dass das ganze Fett sich ein bisschen lösen kann, ist nachher einfach ein schöneres Mundgefühl, wenn das nicht mehr so knatscht. Ja. Deswegen lassen wir das Ganze jetzt einfach hier bei kleiner Flamme ein wenig nachgaren. Werden wir einmal den Grill ein bisschen abbürsten, damit wir gleich unsere Wurst und unsere kleinen Hähnchenflügel noch dazulegen. Und dann sollte auch alles relativ gleich gut werden. Ihr seht schon, ich bürste immer so nach vorne und nach hinten ab. Und ein kleiner Kritikpunkt ist, dass wir hier keine große Kante haben und ich immer mit der Bürste hier rüber schrubb. Beim Vorgängergrill, den ich hatte, war halt eine kleine Erhöhung. Dadurch hatte ich den Dreck im Grill und nicht über den Knöpfen verteilt und über den Grill. Der Brenner hier, ihr hört das vielleicht, der macht so ein paar Geräusche, den muss ich einmal neu starten. Der war jetzt auf kleiner Flamme. Ne, der hier ist es sogar. Und der nimmt jetzt auch kein Gas mehr so richtig an. Den muss ich einmal neu starten. Das ist immer, wenn die auf zu kleiner Flamme sind. Hat mich bis jetzt noch nicht so gestört, dass ich sie, dass ich da irgendwie jemand angeschrieben habe. Übrigens hier drei tolle Aufnahmen für Grillmaterial. Und wir haben hier, wie ihr seht, so eine ganz tolle Silikonmatte von Santos. Mega gut. Ihr saut euch nicht den Grill so voll. Und ihr zerkratzt euch den nicht, ne? Für denjenigen, der das
für den das wichtig ist. Ich finde das ganz praktisch, ist ganz schick, klappert nicht immer so. Oben drehen wir nochmal um. Ihr seht auch, da ist richtig Saft drin. Das ist einfach nur lecker. Das Ganze drehen wir auch nochmal um. Die Hautseite noch einmal nach unten. Zum Schluss bekommt nochmal ordentlich Hitze. Und das kleine Stück hier, das werde ich jetzt schon mal mit Jan probieren. Endlich! Sieht super aus. Fantastisch. Ja, Prost. Jetzt gucken wir mal unter. Ihr seht, wir sind soweit durch. Die haben wir nochmal nach unten gelegt. Hatten eben die Hautseite auch nochmal unten. Unsere Wurst drehe ich noch einmal ganz schnell. Dann haben wir hier die rundum Urlaubsbräune. Fantastisch. Und jetzt suchen wir uns mal hier die goldene Mitte aus. Brenner werde ich jetzt alle ausmachen. Guss hält sich ja. Und nun schneiden wir einfach mal die Mitte durch. Und ihr seht, es ist saftig, zart. Das Fett ist kein unangenehmer Störfaktor mehr, der knirscht und knatscht. Denn wir haben es indirekt noch mal richtig schön durchziehen lassen, nachziehen lassen. Und genau so soll es sein. Guckt euch das an. Genau so muss ein Nackensteak aussehen. Hähnchenbrust. Und auch hier sehen wir, sie ist durch. Und ich drücke gar nicht doll. Der Saft. Schön ist aufgeregt. Läuft so raus. Sagenhaft. Das ist so zart schon wieder. Ich kann es gar nicht schneiden richtig. Ja. Ihr seht es. Ich bin begeistert. Guckt euch das Hähnchen an. Da ist der Griller glücklich, würde ich sagen. Was sollen wir sagen? Wir sind endlich fertig mit dem Grillen. Jetzt wird probiert und ich würde sagen, erstmal das Nacken. Nacken. Oh, das sieht richtig gut aus. Was? Na? Oh, wie das auch auseinander geht. Träumchen. Ja. Mm. Das ist so mega saftig und zart. Also ich kann euch einen Tipp geben. Kauft euch einen Nacken, mariniert selber. Kauft euch einen guten Nacken. Duroc Iberico, auch natürlich deutsche Rassen. Und ganz ehrlich, mittlerweile ist es auch völlig egal, wenn das Schwein einmal ein bisschen rosa ist, weil die Qualität, die hat sich geändert. Es ist leicht rosa noch, aber es ist super lecker. Mmh. Mega. Und jetzt das Hähnchen, das gute Maishähnchen. Mmh. Oh. Genauso saftig und zart. Mmh. Und das ist Brust. Wir haben hier noch ein Stück Haut oben drauf. Das gibt nochmal so einen extra leckeren Effekt. Ja, und super saftig und mega. Was willst du dazu noch sagen? Gar nichts. Nee. Bratwurst? Na gerne. Nimm eine Mercedes. Die ist ja immer mega lecker. Boah. Nehmen wir uns noch mal so eine Bratwurst.
super. Schöne Bräunung hat sie bekommen. Oh ja. Da hauen wir noch mal von rein. Schwiegermutter steht auch schon hinter der Kamera und ist ganz hungrig. Ja. Deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Wir probieren die noch mal. Zum Wohl. Oh. Oh. Mm. Hoho. Ja. Mm. Sehr, sehr lecker. Mhm. Soßen. Top. Braucht man eigentlich nicht mehr viele. Nee. Die Marinaden sind mega. Macht's nach. Kommentiert, liked. Eine kleine Grillanleitung gibt es noch in der Infobox. Von Tantor selber zu dem Grill. Und noch, was du vergessen hast, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Abo da. Und Daumen natürlich. Den Daumen sowieso und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ganz genau. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Und wir lassen uns das jetzt schmecken.